Ich bin Lotte Schubert und ich spiele Grusche. Was ich an der Frau toll finde, ist, dass sie das Kind ja nicht nur mitgenommen hat, sondern es auch weiter mitgenommen hat. Auch wenn sie die Chance hatte, es abzugeben, immer weiter Verantwortung übernommen hat. Als sie nun stand zwischen Tür und Tor, da hörte sie ein leises Rufen. Das Kind rief ganz verständlich so, jedenfalls war es ihr. Frau, sagte es, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich glaube, ob ich privat das Kind nehmen würde, ist keine Frage, natürlich. Ich bin Luise Czersig und ich spiele unter anderem den Großfürsten und noch diverse weitere Rollen. Ich bin Johannes, ich spiele Simon Chachawa, den Geliebten von Grusche. Ich weiß nicht, ob Simon Chachawa das Kind nehmen würde. Er weiß es, glaube ich, auch nicht. Ich würde es nehmen. Simon? Ich bin Malaya Takeda, ich spiele Natella Abashvili, die Gouverneursfrau. Alles brennt! Also, wenn ich in meinem Alltag ein einsames Kind sehe, ein Baby sehe und es einfach alleine rumliegt, würde ich es sicherlich mitnehmen. Ich würde es aber nicht behalten. Hallo, ich bin Janik Mautrich. Ich spiele den Gouverneur, Schauwa, Lavrenti und bin Teil der Band. Also ich würde, glaube ich, erst mal meine Frau fragen, ob ich das Kind nehmen darf. Aniko! Ah! Ich bin Feline Schmölzer, ich spiele Aniko, den Adjutanten, den Gefreiten. Da würde ich persönlich überhaupt nicht wissen, was ich tun soll. Ich bewundere das, was Grusche macht, so viel kann ich sagen. Also ich bin der Max, ich spiele unter anderem den fetten Fürsten und den Yusup. Als fetter Fürst würde ich das Kind auf jeden Fall nehmen, es ist ja der Erbe. Und ich würde es dann allerdings auch wieder loswerden. Oh, ich bin der Aztak. Hat jetzt eine ganz gute Zeit gehabt, war erstmal Dorfschreiber und jetzt bin ich Richter gewesen, das war ganz lustig. Pff, nee, würde ich nicht nehmen, glaube ich nicht. Bringt mir ja nichts, ne? Grusche, darfst du nicht nichts weg? Ja, aber die Kinderfrau hat mir ja nur für den Augenblick zu halten gegeben. Nichts weg jetzt. Das stimmt. Ich sag dir, wenn es den Aussatz weg, dann wär's nicht schlimmer. Grusche, schau, dass du wegkommst. Ich weiß nicht, ob ich das Kind aufnehmen würde persönlich. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das zu machen. Ich glaube, jeder würde vom ersten Impuls sagen, auf jeden Fall ja, aber ich glaube, wir hatten jetzt einige Fälle, wo wir hätten Leute aufnehmen können und ich glaube, viele haben es nicht gemacht und ich weiß nicht, könnte, glaube ich, eine schwierige, sehr schwierige Frage.